Hallo und willkommen zurück zu The Walking Dead Michonne. Wir befinden uns jetzt in Episode 2, Gewehre kein Obdach. Und ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Da bin ich ja mal gespannt, wie die ganze Geschichte hier weitergeht. Zuvor bei The Walking Dead Michonne. Listen. You hear it, right? Sounds like a woman's voice. Hello? Hello, is anyone there? We need some help. What do we hit? Hell if I know. I can't see a damn thing. Berto, hold the wheel steady. Greg! Who the hell are you people? Randall! Looks like you caught our thieves. Nice job. You know, every person we find living, they got some dead with them. Who was it for you, I wonder? Mama? Who are you? Your fucking uselessness stops now. Time to earn your keep. Stop! Sam. Oh, God. You fucking shot him! I didn't mean to! Do you think that matters? Ja, der Rückblick war gerade ein bisschen laggy. Also es liegt nicht an YouTube oder sowas, das war bei mir ja auch gerade ein bisschen laggy. Ich hoffe, das wird uns im Spiel nicht noch weiter passieren. Mal sehen. Okay. Ich glaube, wir... Was? Ich wollte gerade sagen, wir haben ein Problem, aber anscheinend nicht. Nimm seine Hand. Okay, I screwed up. Randall should be the one laying there. Not your brother. Yeah. I can't undo what I did, but maybe I can help. I owe you. Both of you. Please. Hilf uns bei der Flucht. You want to help? Start by getting us the fuck out of here. Not gonna be easy, but I'll do what I can. Is he still breathing? Jonas! I thought you'd have more time. Oh, okay. What do you mean? Oh, no. Jonas, listen. I said I'd help them escape. Then we need to disappear, too. Yeah. Okay. Let's find Pete and get the hell off this boat. Oh ja, und zwar so schnell wie möglich. Na, es ruckelt ein wenig, das Spiel. Warum? Thanks, Michonne. For stopping me. As much as I wanted to, for what he did. I'm glad I didn't kill Zachary. You need to learn the difference between who's innocent and who's guilty. Zachary wasn't to blame. Then I can take a pretty damn good guess who is. Ich glaube, das wissen wir alle, wer schuld daran ist. Tut mir natürlich leid für ihren Bruder. He's still up there. And he's got company. Okay. We'll distract the guard, then we're out of here. Hey, Joe. Can you give me a hand with something?
Ich glaube, es wird nicht so einfach, hier zu entkommen. Zachary was useless. These people just aren't talking. Yeah. Problem is, we still know nothing about him. I'll get him to talk. Oh, runter, 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 runter. Worry. I have to worry. After last time... It won't go down like that. I swear. It can't. Okay. Oh, das wird... nicht einfach, schätze ich. Norma muss auch noch irgendwo hier sein. Okay, eine Pistole. Eine Art Leuchtpistole, würde ich sagen, so wie das aussieht. They see me gone. Oh. You haven't got a chance of getting out of here. Hey, Randall! Okay, da ist sie. You wanna tell me how this happened? Zachary! He was guarding the door. Right. Samantha put you up to this? Where is she? Okay. Come on. Out with it. Where ich will is nur she? Pete. I'm only here for Pete. If you find Sam, you can have her. I'm not letting any of you go. Norma, forget about the girl. We can figure this out between us. I'd like that, Pete. But your friend here seems to have other ideas. Randall, sound the horn. Sure thing. Drop the machete. Nicht fallen lassen. Drop it. I said drop it while you still have it. Ist mir egal, was du sagst. Okay. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, war das knapp. Scheiße. Verdrückt. Nein! Okay. Ich hab E gedrückt. Hallo? Okay. Nochmal. So. Das ist aber genug hier. So, nochmal. Nochmal E. Gedrückt. Jetzt? Ist er schon? Okay. We have to leave now. Ja. God damn it, Michonne. Always taking the hard road. You're still alive, aren't you? For now. Manchmal ist die harte Tour auch besser. Und jetzt schnellstens hier weg. Komm schon. Nicht lange hier aufhalten. Oh oh. Nein, haben wir nicht. Where are the kids? Get down. Diese Quicktime-Events sind hier echt übel. In here. We're totally screwed. The whole town is looking for us. We'll figure it out. Michonne? I'll see if I can find us a ride out of here. Wir finden eine Lösung und er fragt mich schon. Genau. Okay. Runter, 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 runter. Dankeschön und wieder hoch. Da kommt doch einer rein hier, oder nicht? Jupp. Ich befürchte auch, aber da ist ein Boot. There's a boat we can use. We'll take them out if we have to. Them or us. No, we are not killing people. I'll give myself. Nein, sollten wir nicht tun. Buy you time to escape and no one dies. And I'll find a way. Recht hat er. I can reason with these people. That'll never work. We have to fight our way out. Pete, if you're sure about this? Don't worry. I've got this. I'm doing what's best for my crew. That includes you. Ich befürchte aber, dass wir jemanden töten müssen, leider. Run! Und du? We gotta stop him.
now! Nein, auf keinen Fall. No! What are you doing? Auf keinen Fall. Er würde sterben. I'm not taking any chances. Ich hoffe, er wird das irgendwann im Nachhinein verstehen. Okay, und los geht's. Und wieder Quicktime Events. Hey! Okay, sie sind nicht gestorben. Versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren wegen der Events. Okay. Those people. Let's go, Pete. Holy shit! They're over there. Come on, swim for the boat. Okay, los geht's. Wo ist Pete? Okay. Ich dachte schon. Nope. Okay. You've already stolen our shit. You're not taking our boat too. You should look behind you. You think I'd fall for that shit? Yeah. Hit it, Michonne. Besser wär's gewesen. Halleluja. Come on, guys. Jetzt wird er kein Quick Time. Okay, ich glaube, es war zu spät. Oder? Nein, okay. Oh, ich dachte, ich habe es vermasselt. Halleluja. Was ein Abgang. Burning Bridges. Ja. Das ist ja wie im Actionfilm hier. The Table Games. Präsentiert in Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment The Walking Dead Michonne. An dieser Stelle werde ich gleich einmal cutten, weil diesen kleinen Vorspann kennen wir ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann bis gleich. So, und willkommen zurück in Episode 2 Give No Shelter. Didn't have to happen this way. You gotta learn to keep your machete on your back instead of hack your way out. Because that doesn't always work. I couldn't risk leaving you behind. You gotta believe I know what I'm doing sometimes. All I'm saying is next time let me do what I do first. And if that doesn't work, your machete can do the talking. There's no way we can get back to our boat. We can hide out at my house until it's clear. My dad can help you. It's not far. We'll get there before morning. He can really help us. He's the smartest guy I know. He's got a temper, but I can vouch for you. War denn das? Hm? Okay, die haben eine Leuchtkugel abgeworfen. Oh, scheiße. Okay. Ach so, dafür war die Kugel. Alles klar. Ein Sniper. Hey. Ich wollte mal die Zombies wegsnipern. Ich rieche in Sicherheit. Ja, aber wohin denn? Oh oh. We gotta put some distance between us and Norma. Hope the walkers go for them instead.
Halleluja. Ja, genau, die könnt ihr abschießen. How are we gonna do that? Yeah. Ja. It's not like we're just gonna walk through those things. Ich hab da eine Idee. Genau. Just watch. Just watch, okay. Okay, los geht's. Oh wait. Jesus Christ, we're sold. Around his head. Hurry! No. Don't bump into any of them. We'll be fine. Oh man, eine gruselige Vorstellung, oder? Irgendwie. Okay. Nein. Das passt gerade überhaupt nicht. Einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Bitte. Es ist nichts. Nothing. Let's keep moving. Just keep going. Michonne, slow down. Okay, und wie das Ganze hier weitergeht, dieser Gang durch die Walker, erfahren wir natürlich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und muss sagen, dass diese Folge schon mal richtig brisant anfängt. Ziemlich actionreich, was mir sehr gut gefällt. Dann vielen, vielen Dank fürs Zusehen nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!